Feuchttücher und feuchtes Toilettenpapier sind in vielen Situationen echt praktisch. Eine falsche Entsorgung kann aber auch zu Problemen führen. Worauf sollte man beim Wegwerfen also achten? Das zeigen wir dir in diesem Video. Auf den ersten Blick wirken beide Produkte ähnlich. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Feuchtes Toilettenpapier zersetzt sich auf seinem Weg in die Kläranlage in der Regel und kann deshalb in kleinen Mengen über die Toilette entsorgt werden. Feuchttücher hingegen sind oft aus festerem Material. Es hält sich selbst in Wasser hartnäckig und kann so für Probleme sorgen. Wenn Feuchttücher über die Toilette entsorgt werden, können sie Rohre und Pumpen in der Kanalisation verstopfen. In der Kläranlage müssen sie dann aufwendig entfernt werden. Dies führt zu erhöhten Abwassergebühren für alle, da Störfälle zusätzliche Kosten verursachen. Feuchttücher gehören deshalb immer in den Restmüll. Feuchtes Toilettenpapier hingegen besteht aus smartem Material, das sich im Wasser in der Regel zersetzt. Aber Achtung, auch hier gibt es eine Grenze. Pro Spülgang solltest du maximal 2 Tücher verwenden, damit keine Verstopfungen entstehen. Auf der Verpackung findest du entsprechende Hinweise. Feuchttücher sind meist mit einem Symbol gekennzeichnet, das zeigt, dass sie nicht in die Toilette gehören. Feuchtes Toilettenpapier hingegen trägt einen Hinweis, wenn es für die Entsorgung über die Toilette geeignet ist. Trotzdem ist es wichtig, die empfohlene Menge einzuhalten. Zusammenfassend noch einmal ein paar Tipps zur Entsorgung von Feuchttüchern und feuchtem Toilettenpapier. Feuchttücher gehören immer in den Restmüll, niemals in die Toilette. Feuchtes Toilettenpapier kann in die Toilette, aber maximal 2 Tücher. Und Hinweise auf der Verpackung informieren dich über die richtige Entsorgung. Indem wir Feuchttücher richtig entsorgen und feuchtes Toilettenpapier bewusst einsetzen, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und fördern das Gemeinwohl, indem wir unsere Abwassersysteme schützen. Wusstest du schon, wie die Tücher richtig entsorgt werden? Und hast du noch Fragen rund um das Thema? Dann ab in die Kommentare damit!